Hallo, mein Name ist Luke Mockridge und ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu meiner Masterclass Deutsche Comedy. Wer in Deutschland Humorprofi werden möchte, der muss ein paar Sachen beachten. Hier zeige ich Ihnen, wie Sie aus ganz normalen Alltagsbeobachtungen richtige Knallergags zaubern können. Beispielsweise gibt es drei prominente Personen in Deutschland, die sich ausgezeichnet gut für eine Pointe eignen. Rainer Kallmund, weil er dick ist. Jan Ullrich, weil er viel trinkt. Und Boris Becker, weil er pleite ist. Für schlechten Fußball steht traditionell der Hamburger Sportverein. Aktuell wird er allerdings abgelöst von Schalke 04. Sehr witzig ist es auch, wenn man sich über fehlende Schrauben bei IKEA-Möbeln lustig macht. Hier bietet sich eine Doppeldeutigkeit an. Bei IKEA, da ist wohl eine Schraube locker. Ein harter Schlag war es für die Humorbranche, dass der Berliner Flughafen nun endlich eröffnet ist. Aber Gott sei Dank gibt's noch Stuttgart 21. Da verstehe ich eh nur Bahnhof. Und ist euch mal aufgefallen, dass das Essen bei Vapiano gar nicht so gut schmeckt? Mit diesem Werkzeug können Sie sich ganz einfach ein paar lustige Gags für Ihren nächsten Auftritt zusammenschrauben. Hauptsache ist, Sie sind originell. Das war die Luke Mockridge Masterclass Deutsche Comedy. Werdet bald so lustig wie ich. Aber wenn ihr irgendwas über die 90er macht, ne, dann verklage ich euch in Grund und Boden, verstanden?